Ein essentieller Teil von Belastungen in der Mechanik sind die sogenannten Streckenlasten, so wie hier als Dreieckslast auftretend. Diese können zum Beispiel von Schneelasten, Windlasten oder einfach auch dem Eigengewicht eines Bauteils herrühren. Wir behandeln in diesem Problem einen Balken, der eben unter dieser Dreiecksbelastung mit dem Maximalwert Q0 steht und von drei Stäben 1, 2 und 3 gestützt wird. Die Frage ist nun, wie groß sind die Stabkräfte? Dabei sollte man sich wieder daran erinnern, dass Stäbe nur Kräfte in ihre Längsrichtung aufnehmen können. Ich mache Ihnen wieder mein Koordinatensystem her, das jetzt noch x, y, z ist, so wie letztes Mal. Und jetzt ist die Frage, bei dieser dreiecksförmigen Streckenlast, wie behandelt man die? Machen wir mal ein Freikörperbild. Wenn Sie die Stäbe wegschneiden, wie gesagt, einfach angenommen, wie die Kräfte wirken, was das für Stäbe sind. S1, S2 und da herüben in der Mitte ist S3. Dann hat man hier Abstände. Und jetzt sollte man halt sich überlegen, na, wie behandelt man eigentlich diese Streckenlast. Ich zeichne einmal eine resultierende ein, wo sie ungefähr wirken könnte. Die hat offensichtlich einen Maximalwert Q0. Das sind jetzt die Parameter, die wir brauchen. Und zwar das da und das. Und die können Sie sich merken. Die braucht man jetzt nicht immer wieder ausrechnen. Fürs Dreieck und fürs Rechteck einfach merken, wie die Parameter ausschauen, wo die Streckenlast liegt und wie groß sie ist, die resultierende. Okay? Jetzt schauen wir uns noch einmal unser Freikörperbild an. Jetzt kennen wir das R. Das R schreibe ich Ihnen noch dazu. Das war jetzt Q0a. Und wir kennen den Abstand hier. Den da, das ist 4 Drittel A. Und das da herüben, dann ist 2 Drittel A in dem Fall. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt weiter? Naja, das Übliche, Gleichgewicht. Der einzige Unterschied ist jetzt nur, dass man Streckenlasten durch äquivalente Einzellasten ersetzen muss. Alles andere ist beim Gleichgewicht gleich. Ich fange wieder mit dem Moment an, und zwar um den Punkt A, und die Frage ist, wo ist der Punkt A, den habe ich Ihnen nämlich noch vorenthalten, der ist hier. Da links, wo S1 und S2 angreifen, ist A. Die kenne ich beide nicht, dann machen wir dort den Drehpunkt, dann fallen die gleich weg. S3 dreht, ich erinnere dann noch einmal ans Koordinatensystem, wo die positive Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ist. S3 dreht um A im Uhrzeigersinn, also ist es negativ. Und zwar nur die Y-Komponente hat einen Normalabstand. Und die Y-Komponente ist S3 Sinus Alpha. Alpha ist nämlich da oben. Und der Normalabstand ist A. So. Und das, was noch überbleibt, ist das R. Das schreibe ich Ihnen jetzt gleich als resultierendes R her. Mit Normalabstand 2 Drittel A. Dreht ebenfalls gleich, nämlich negativ im Koordinatensystem. Das muss 0 sein und das ist unsere erste Gleichung. Kräfte. X-Richtung, Y-Richtung. Die X-Richtung ist minus S1 Cosinus Alpha in negative X-Richtung, S2 hat keine Komponente, S3 ebenfalls Minus mit Cosinus Alpha und R hat auch keine X-Komponente, also ist das wiederum 0. Und in die Y-Richtung haben wir Minus S1 Sinus Alpha,
S2 zeigt sowieso schon in Y-Richtung, R ebenfalls und S3 Sinus Alpha ebenfalls in negative. Die drei Gleichungen. Und jetzt kann man einmal schauen, was rechnet man, kann man ausrechnen. S3 kann man sofort ausrechnen aus dem Gleichgewicht, aus dem Momentengleichgewicht. Aus der Gleichung 1 nämlich ist das S3, und zwar das Minus S3, ich würde das Minus nicht immer rechts mitschleppen, dann schreibe ich es halt nach links, ist R mal 2 Drittel A mal 1 durch A mal Sinus Alpha, das A kürzen wir raus und das R setzen wir ein, das R war Q0, nehmen wir das 2 Drittel vor, A mal Q0 hier, mal 1 durch Sinus Alpha. Und jetzt ist noch die Frage, was ist mit Sinus Alpha? Wie kann man den wieder ersetzen? Sinus Alpha, was ist Sinus Alpha? Wenn wir da raufschauen, steht noch nicht alles da. Dieser Abstand, der ist 3a Viertel. Das heißt, der Sinus, das ist ja die Gegenkathete für Alpha, der Sinus muss das 3a Viertel beinhalten, nämlich 3a Viertel durch c. C ist unsere Hypotenuse, die da. Und die muss man halt ausdrücken. Wir kennen ja auch die andere Kathete, dann kann man mit dem Satz von Pythagoras das c ausdrücken und einsetzen. Das heißt, das 3a Viertel einmal vorne raus und dann hat man hier für c 9 Sechzehntel a Quadrat plus a Quadrat und davon die Wurzel und 1 durch. Da muss man halt zusammenkürzen, das hoch minus 1 können Sie reintun in die Klammer. Das heißt, sie kürzen ihre Quadrate weg und so weiter. Und im Endeffekt kommt ganz was Schönes raus, nämlich 3 Fünftel. Dann setzen wir das ein. Und haben da, wenn wir die 3 Fünftel mit die 2 Drittel multiplizieren, 10 Neuntel und A mal Q0. Das ist einmal S3 und das Minus habe ich nach rechts gepackt. Und dieses Minus, wie gesagt, liegt einfach nur daran, dass ich halt gesagt habe, das ist ein Zugstab. Weil dann ist die Reaktionskraft auf den Träger genauso, wie wir es eingezeichnet haben. Wenn Sie einen Druckstab annehmen, haben Sie ein Plus da. Gut, S1 ist klar, das Cosinus Alpha kann man da ja rauskürzen, das folgt sofort aus der Gleichung 2, das ist Minus S3 und ist somit positiv und ebenfalls 10 Neuntel a Q0. Und aus der Gleichung 3 durch Einsetzen der Resultierenden kriegen Sie dann das S2 raus. Das rechne ich Ihnen jetzt nicht mehr alles vor. Sollte ebenfalls ein negatives Vorzeichen rauskommen, in meinem Fall nämlich minus a Q0.